Jo Leute, ich bin's wieder, Markus von Lappengamer TV. Ja, heute gebe ich mal mein Fazit zu Battlefield Hardline für euch preis und fangen wir mal schnell an. Der Gameplay, was hier in Hardline gezielt ist, Hotwire auf der Map Downtown, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, könnt ihr es mal angucken, während ich schwätze. Erstens, Battlefield Hardline gefällt mir auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Ich finde das Spiel klasse. Wunderbar. Es ist ein schnelles Spiel. Es ist auf Teamplay sehr ausgelegt. Auf jeden Fall auch Hotwire und Überfall. Ist ziemlich Team ausgelegt. Aber muss ich ja nicht viel erzählen. Ist ja ein normaler Spielmodus, den ja eigentlich jeder kennt. Ich finde, was mehr Teamplay ist, ist mehr Hotwire. Weil es kommt von was deine Teamleute mit wem du spielst. Wenn du jetzt mit Freunden spielst, kannst du viel mehr besser kommunizieren als jetzt, sag ich mal, mit random spielst, ja, muss ein Auto steigen und capturen, ist eigentlich was wir Eroberung nur mit Autos. Also es ist einfach, ich finde es nicht nur so richtig unglaublich geil. Ich finde ziemlich witzig, wenn du einfach mit 4 Mann in ein Auto hockst und einfach andere Autos jagst und einfach die abballerst. Und alles gibt's mit Granatenwerfer, mit RPG, mit Brandgranaten auch oder mit C4, alles mögliche Waffen, normale, alles dazu setzt, das Auto, scheiß Auto in die Luft zu jagen. Und das ist wirklich witzig. Also oder mit Heli alle runter zu holen. Ja, Heli. Also, ah. Also, ich hasse es. Also, was ist halt so, ne? Überfall ist, kommt auf die Punkte an, wo du hingehen musst. Ich finde die leichtesten Punkte, die zwei außen. Im Parkhaus, Parkgarage, wie man es auch nennt. Und an der Straße, nicht am Spawn, wo die Cops spawnen am Anfang der Runde, sondern links neben dem Tresorraum. Ihr wisst schon, wenn man die hintere Tür da aufknackt, ist leichter die zwei Punkte einzunehmen. Was schwer ist, ist das beim Spawn von den Cops von den Cops ist schwer. Also ich finde am schwersten. Und da muss halt ein Paket zum Flugzeug, zum Helikopter, nicht zum Flugzeug, zum Helikopter bringen, um dann zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich habe das Spiel schon bestellt, vorbestellt und ich werde das auch Let's Play, ganz klar. Ich feiere dieses Spiel total. Es ist infanterielastig. Es ist kein Militär-Shooter. Was mich jetzt überhaupt nicht stört. Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ja, Battlefield darf eigentlich nicht so nennen, weil es eigentlich ein Militär-Shooter ist, darf man eigentlich nicht so nennen. Bin ich an anderer Meinung, wieso nicht? Es ist doch, es spielt sich so wie im Battlefield und warum denn nicht? Also, die Leute regen mich ziemlich auf, die halt sagen, ja, Battlefield ist kein Militär-Shooter, das darf nicht Battlefield heißen. Und es ist scheiße, weil es kein Militär-Shooter ist. Und also ich weiß nicht. Also jeder ist seine eigene Meinung, man kann sagen, nee, ich kauf's nicht, weil es kein Militär-Shooter ist. Okay, also meine Sache ist es nicht. Ich bin da ganz anderer Meinung. Warum nicht was Neues probieren? Wieso auch nicht? Es wird klar nicht so viel, würde sagen, gekauft, zumindest wie Battlefield 4. Aber momentan ist es echt cool. Es ist echt gut. Und ich freue mich schon, wenn es rauskommt, dann kann man es endlich zocken. Gescheit. Und ja. So. Waffen. Also das System mit Waffen finde ich nicht schlecht, wo man Waffen kaufen muss,
mit Spielgeld zum Glück. Ganz gut, natürlich. Finde ich ganz cool. Auch umgesetzt auch ganz gut. Mit Tarnungen auch, dass du es kaufen musst und es ist. Ich finde es ganz cool. Ich finde es ganz cool. Aufträge gibt es ja auch noch. Ich finde es ganz cool. So, dass sie es angeführt haben, ist ja auch mehr so. Es gehört auch mehr zum Spiel dazu, sowas. Also nicht so wie bei Battlefield 4 oder so, dass man Aufträge macht und dann die Dinger, Waffen zum Beispiel freischaltet. Und das ist gut umgesetzt, also sollten sie das. Werden sie wahrscheinlich auch. Release ist ja auch bald am 19. März oder 20. kommt ja in Deutschland. Ja. schaut es euch an. Wenn ihr immer noch nicht so, wenn ihr euch nicht sicher seid, schaut euch an auf andere YouTuber, die Infovideos zum Beispiel machen oder Let's Player wie ich, die das auch Let's Playen werden. Oder bei anderen. Könnt ihr euer Bild machen und dann entscheiden. Ihr könnt ja auch Battlefield 4 weiterspielen. Ist ja noch ein Jahr Support noch, hat ja EA DICE bestätigt. Und ihr könnt euer Bild machen. Also es zwingt ihr keiner euch Battlefield zu kaufen. Und ja. Ich finde das Spiel sehr gelungen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Sven findet es auch ganz cool, dass auch noch zwischendrin. Futur schätze ich auch, hat er auch mal im Video gesagt. Mal ein bisschen Hardline. Das ist gut. Sven weiß noch nicht, ob er es kaufen will. Darf, können. Wie auch immer und ja. Ich habe es vorbestellt. Ich werde es jetzt spammen, wenn es rauskommt. Ich feiere das Game. Ich feiere es. Ihr müsst es nicht feiern. Aber naja. So, das war mein Fazit zum zu Battlefield Hardline. Und wir sehen uns die nächsten Tage zu einer weiteren Folge von Battlefield 4. Planetside, Minecraft. Es gibt noch Rome, wo bald Attila rauskommt, freue ich mich auch schon. Und dann sage ich nur bis denn und ciao.